Wieder beeindruckt von dieser Mühe, die dahinter steckt, wie viel Mühe in diesem Spiel drinnen gesteckt hat, mit diesen Träumen und so weiter, echt, echt genial. Ja. Auch wenn man ja mal ganz ernsthaft sagen muss, dass das ja damals auch noch alles ein bisschen einfacher war, weil die Grafik, da musste man sich halt weniger Sorgen drum machen als heutzutage. Ja, weil die Träume hatten ja auch jetzt so ein Standbild, ja. Stell dir mal vor, die hätten das Ganze jetzt hier noch so verfilmt und alles. Das wäre schon geil. Ja. Ja, klar wäre das cool, aber also ich finde trotz der vielleicht etwas einfacheren Grafikprogrammierung damals, auch wenn ich mich damit nicht wirklich auskenne, ist das eine ganz große Leistung, die abgeliefert haben. Ja. Das Spiel ist so geil. So, warum laufen denn deine Typen jetzt lang? Die laufen ja immer aus. Frage ich mich auch gerade. Die sollen nur mit dem reden, aber die können es einfach nicht. Ich habe übrigens, warte mal, bevor du jetzt mit dem redest, ich habe noch einen Wendigkeitstrank, den überreiche ich dir mal schnell, dann kannst du entscheiden, ob du den haben willst oder nicht. Und eine Kette habe ich auch noch an, das Inventar ist jetzt leider voll. Ja, das ist zu spät, jetzt redest du schon mit dem. So, braucht man nicht. So, ja, sonst noch so nicht. Ach, eigentlich alles. Das gibt Geld. Philipp, brauchen wir nicht. Charlie, brauchen wir nicht. Anton, brauchen wir nicht. 16.000, ach du grüne Neune. Die einzige, die jetzt noch kein Schild plus 1 hat, ist die Branwin, ne? Ja. Die hat noch keins. Obwohl, ne? doch, die hat auch eins. Ja? Ja. Also, die hat das große sogar, kann das sein? Ich glaube nämlich schon. Weil die immer von den Typen der. So, der ne, die hat auch nur normales, die hat nur normales. Ja, super, und ich dachte gerade. Nein, die hat ein. Nein, Branwin hat ein geiles. Ja, meine ich, aber halt ein normal kleines Ding. Ach so. So. Ja, ziemlich geil, wie das hier aussieht, so. Alle fett bewaffnet und so weiter. Ja, das war schon cool. Ach, und ich hab deinen ganzen Typen habe ich Heiltränke ins Inventar gelegt, ne, die kannst du dir mal ausrüsten. Ach so, ja, das habe ich schon mal gesehen, aber ich habe es irgendwie noch nicht gemacht. So, nee, wir können wieder raus, oder? Gegeben. Oder hast du noch irgendwas zum Verkaufen an denen? Ich habe noch ein paar Tränke. Ja, dann mach das mal. Ich hätte dich gerade schon gefragt, brauchen wir das noch? Ich habe noch einen Trank des Feuer-Odems. Hab ich verkauft. Was hältst du von dem? Kannst du aber behalten. Dem gibst du einfach deinen Typen, ja. Ist wie Stab des Feuers. Jetzt spackt gerade meine Maus ein bisschen rum, aber egal. Wusstest du übrigens, da, woran das liegt, dass ich manchmal so Probleme mit der Maus habe? Was? Woran? Das liegt am Mauspad. Ich glaube, das spiegelt den Laser nämlich inzwischen, weil ich das schon so glatt poliert habe über die Jahre hinweg. Weil das ist ja aus Plastik. Und das spiegelt auf jeden Fall den Laser und dann spielt das verrückt. Ich habe mir jetzt eins aus Stoff genommen, was zwar lange nicht so geil aussieht, aber trotzdem halt seinen Zweck erfüllt. Und seitdem funktioniert alles besser. Welcher Depp? Boah, ey, Tonus, was machst du denn da? Komm, du stehst schon davor, jetzt kannst du auch mit dem reden. Guck dir das mal an, was der da macht. Was soll denn das? Der muss aber nicht mit ihm reden, der kauft ja keine Halsketten, oder? Weiß ich nicht. Wollen wir jetzt gehen oder nicht? Ja, weil jetzt rede ich. Jetzt hast du mich heiß gemacht, jetzt muss ich die Halskette verkaufen. Ich hab den nicht umsonst mitgeschleppt. Hallo Talantier. Sag mal, möchtest du nicht meine mega geile. Ach, richtig. Hier, ich will hier weg, loskommen. Oh, jetzt geht der wieder rein, das darf nicht wahr sein. Bist du drin? Ja. Sehr gut. Hallo Talantier, ich würde gerne meine magische Halskette verkaufen. Ach ja, Silberkette übrigens, ganz normale, keine magische. Danke, dass ihr gewartet habt, Leute, das war echt wichtig. Ich will hier weg. Komm, geht ihr beide schon mal vor. Der Tonus kommt jetzt nach. Oh. Was denn, bist du angegriffen? Surprise, surprise. Hä? Oh. Oh ja. Ey, kann dieser beschissene Fettsack da mal aus der Tür rausgehen? Ich komm da nicht durch. Nur ein behinderter Fleischgolem. Der hat mich auch schon mal aufgehalten. Alter, nein, oder? Was? Ich komm da nicht durch. Ich komm hier nicht raus. Ah, ich hab's geschafft. Ja, ich bin da, Philipp. Ich bin frei. Bisschen spät, du. Ich nehme mich schon alles auseinander. Den nehme ich mit. Komm, hau drauf, Tonus. Gib ihm. Jawohl. Und wie das funktioniert hat. Hat sich auch richtig gelohnt.
Die haben ganz viele Formeln dabei, ja, ne? Oh, Alter, was die für geile Formeln haben. Der eine hat einen Brief. Einen Brief? Ein Brief? Ah ja. Warum hat ein Stuhl Arme und Beine wie ein Mensch und kann weder laufen noch etwas halten? Hä? Warum ist das so, Anton? Weil sein Stuhl ist. Scheiß Antwort. Nee. Gib mal bitte den, gib bitte den Brief, ich möchte mir den auch mal durchlesen. Wir haben übrigens noch, ich habe übrigens noch zwei Briefe im Inventar, die wir ruhig mal an unseren, unser Haus hätten abgeben können. Ja. Ja, Freunde, warum meint ihr denn, hat ein Stuhl Arme und Beine, kann aber nicht gehen und nichts halten? Das wird der Folgentitel, also das ist voll gut, voll tiefgründig und so. Ist so, und über sowas reden wir in Philo. Echt jetzt? Ja. Speicher mal kurz ab. Macht ihr auch gerade Anthropologie? Ja. Ja, wir machen das, oder Anthroposophie, Posophie heißt es ja eigentlich. Das machen wir momentan auch. Das ist echt zum Kotzen. das ist total langweilig nach einer Zeit. Ist das so? Am Anfang war es cool, aber jetzt ist scheiße. Doch, die kann die tollen neuen Zauber nicht lernen. Tja, schade, Marmelade. Wir gehen jetzt Mantelwald. Gehen wir Mantelwald oder was? Oder gehen wir Wondersee? Ja, von mir aus auch da ein. Oh ja, Feuerweinbrücke halte ich sogar für eine gute Idee. Wir können eigentlich auch mal wirklich viel erkunden. Wir haben ja noch Gulekin. Falls du das noch weißt, ich mach das mit dem Kartewechseln. Ich mach das. Wird sonst nichts, ne? Wird wirklich nicht. Boah, ey, Khalid, alter Schwede. Du machst mich ja wahnsinnig. So wir unter haben. Gulekin ja. Ist die Brücke, also könnten wir theoretisch einmal da durchlaufen. Ja. Gulekin fand ich immer das so dezent scheiße. Ich wusste nie, was ich in dem scheiß Dorf da machen sollte. Da gab's da. Ich weiß noch, dass es da irgendeine Quest gab, aber ich fand das irgendwie mal so ein bisschen so. Gab's da nicht auch noch so eine Quest mit Kobolden? Ja, was denn? Aber die Kobolde haben wir eigentlich schon längst umgebracht, also. Naja, gucken wir uns das hier mal ein bisschen an. Gulekin, ein Dorf, wie man an der Karte ja wohl unschwer erkennt. Warum bleibst du stehen? War nur kurz gucken wegen Zaubersprüchen. War nur kurz gucken wegen Zaubersprüchen. Gut. So. Ja, da habe ich mal ernsthaft gegähnt. Das hat nur keiner mitgekriegt, weil wir ja keine Facecams machen. Ja. Das finde ich toll. Ach, ja, irgendein Typ, der ist Glücksfuß. Ich bin dafür, wir reden mit dem. Glücksfuß. Ja, Gandola Glücksfuß. Er hat's drauf. Mit dem reden wir jetzt. Nee, mal seine Mutter hat ihn bestimmt lieb, als sie ihm diesen Namen gab. Warte, wie heißt der kleine Der Glückspilz. Lieblingsmann, langweilig. Der hat Glücksfußpilz, Philipp. Ha! Ist das Hammer. Oh Gott. Seid gegrüßt, Reisender. Gandola Glücksfuß, zu euren Diensten. Welchem glücklichen Umstand unser kleines Dorf die Freude eures Besuches zu verdanken? Befindet ihr euch auf dem Weg zu Dolaks Turm? Oder seid ihr dort bereits gewesen und sucht nun Heilung von blauen Flecken und zerschundenen Knochen? Es kommt oft genug vor, dass Reisende hier in der Ortschaft eintreffen, die fast am Verbluten sind. Ja, da wären wir auch so Kandidaten für gewesen, ne? Aber sowas von. Es ist kein Tag für Dolaks Turm. Ich bin heute an den Ruinen von Feuerwein interessiert. Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir den besten Weg zeigen würdet. Ja, ich könnte euch den Weg zeigen und werde es mit Freuden tun. Doch muss ich euch zugleich warnen. So manch merkwürdiges Wesen streunt hier umher. Und ich habe gehört, dass es hier etwas anders zugeht als für gewöhnlich bei euren Viechern. Doch es wird viel geredet, wenn der Tag lang ist. Hier auf der Karte seht ihr es. So, jetzt müsste ja da unten stehen Karte aktualisiert, ne? Nee. Haben wir es trotzdem auf der Karte jetzt mal vermerkt? Nee. War ja ein hilfreicher Typ, du. Danke, Glücksfuß. Hast selber keinen Plan, wo das liegt. Ist so. Das unproduktivste Navi der Vorzeit. Sein Dorf von Halbling übrigens. Dorf Galliken. Sehr ähnlich dem Auenland, kann das sein? Oder soll zumindest vielleicht da ein bisschen dran angelehnt sein? Ja, vielleicht. Dann kann man also hier wirklich raus in welchem Jahr. Herr der Ringe, das Buch kam, glaube ich, deutlich vor Baldur's Gate. Der Film nach Baldur's Gate. Ja? Ja. Versprochen. Cool. Der Tolkien ist ja auch schon tot. Der Jax lebt ja noch. Ja. Oh, wir haben einen Keller. Hä, wer ist denn nun schon wieder hier? Noch mehr von diesen Rittern ohne Furcht und Tal, die sich ihre Tracht Prügel abholen wollen. Ich nehme mal an, ihr braucht eine Heilkur oder sowas. Wodurch wieder gerade gerückt wird, was euch bei euren Abenteuern verbogen hat. Nun, die Ernäherin ernährt und die Ernäherin beschützt. Aber passt hübsch auf, dass ihr in nächster Zeit keines von ihren Werken Schaden macht.
Ja, wir würden gerne sehen, was ihr an uns anzubieten habt. Wow, wie toll ihr einfach auf dieses Gespräch eingegangen ist. Das ist schon... Echte Diplomatin. Der hat sie konkret ignoriert, du. Ja, was sollen wir jetzt damit anfangen? Das ist ja irgendwie alles ziemlich sinnlos. Das ist ein langweiliger Tempel. Lass mal gucken, was die im Keller stehen haben. guck mal, die machen hier Wein. Ist der Wein! Jawohl! Ich liebe Wein. Für mein Leben gerne. Eine geheime Türe? Oh, ja, ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass es die Dinger auch schon in Baldur's Gate 1 gab. Voll geil. Wo geht das wohl hin, Mann? Cool. Klar gab es die schon, sonst kommst du doch nachher gar nicht weiter. Du musst ja, doch irgendwann mal... Lädt der gerade oder ist mein Spiel nur abgestürzt? Nee, eigentlich haben wir unsere Zuschauer schon mies gespoilert, als wir Baldur's Gate nachgebaut haben, weißt du noch? Theoretisch schon, Alter. Ganz ehrlich, glaube ich, hier unten war ich noch nicht drin, ne? Au! Oh, ich kann mir auch vorstellen, warum du... Ach, Kobolde, guck mal. Hammer, Anton.